Stürzende Häscher im Dohmeyer-Park. Im Hintergrund sieht man ein Kunstobjekt von Herrn Uttermöhlen. Da sind Figuren platziert, die den König Laurin zeigen, der wegen seines Rosengartens wohl von unterschiedlichen Häschern verfolgt wird. Da ist einer umgestürzt. Das schauen wir uns mal ein bisschen aus der Nähe an. Vorher aber bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Vielen herzlichen Dank. Ja, und da sehen wir schon unseren König Laurin, der im Park von verschiedenen Häschern verfolgt wird, da er angeblich einen Rosengarten hat, den er nicht da darf oder keine Ahnung, das weiß ich nicht so genau. Kann man bei Wikipedia nochmal nachlesen, vielleicht suche ich das raus und poste das in die Beschreibung unter das Video. Bei diesem Kunstwerk sieht es so aus, dass an dieser Stelle die Stämme morsch werden. Oh, ich schwenke jetzt im Augenblick gerade ein bisschen. Ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen ramzoomen. Da sieht man also auch schon, dass weitere Stämme unten so langsam verrotten und beeinträchtigt sind. Als ich heute Morgen in den Park gekommen bin, hat sich hier dieses Bild geboten. Da ist nämlich ein Stamm komplett abgebrochen. Ob danach geholfen worden ist, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Ich weiß nicht, ob man daraus noch eine Bank bauen könnte, weil die fehlen nämlich hier im Park. Auf jeden Fall liegt hier jetzt so ein Stamm und ich weiß auch nicht, ob die übrigen Teile des Kunstwerkes noch so stabil sind. Der wackelt eigentlich auch schon, wenn man da dran... Oh, der würde, wenn man ein bisschen mehr wackelt, stürzt er auch. Also von daher ist hier eine kleine Veränderung passiert im Park, über die man ja mal ganz locker ein bisschen informieren kann. Nicht, dass da irgendwann jemandem nochmal etwas auf den Kopf fällt, finde ich. Kleiner Schubser, große Wirkung. Ich war erstaunt, als ich heute Morgen hier durch den Dohmeyer Park in Herzberg am Harz flaniert bin, denn eine der Säulen, die da schön angemalt wurden, ist umgestürzt und ein kleiner Test hat eben ergeben, dass weitere wohl auch so morsch sind, dass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis diese zu Boden gehen. Vielleicht passiert ja was. Es ist ein bisschen schade, weil Kunst bereichert den Park natürlich insgesamt. Allerdings findet alles irgendwann mal einen Abschluss, genau wie dieses Video. Vorher aber bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und teilt es doch bitte in euren sozialen Netzwerken. Vielen herzlichen Dank.